Ja, ich bin jetzt hier an meinem Absprung-Ankerplatz, wo ich mich von der Insel schon abgemeldet habe gestern Abend und ready to go nach, um nach Panama zu segeln. Aber wie es immer so ist, gibt es jetzt wirklich Trouble mit meiner Firma, der Fluch des Selbstständigen. Oder was heißt Fluch? Ich meine, es ist ja geil, selbstständig zu sein, von unterwegs aus arbeiten zu können. Aber irgendwie komme ich jetzt nicht los und der Wind ist perfekt und das Wetter ist perfekt. Aber ich hoffe, dass ich das so in 2-3 Stunden geregelt habe, dass ich dann endlich hier rauskomme. Das Meer ist spiegelglatt, ohne Wellen, aber geiler Wind. Wäre eine Schande, das nicht mitzunehmen heute. Und natürlich könnte ich theoretisch mit Starlink von unterwegs auch arbeiten, aber ich kenne mich, wenn ich dann am Segeln bin, dann ist ja doch wieder dies und das und dann komme ich doch nicht zum Arbeiten und den Kram muss ich jetzt echt zügig gelöst kriegen und dann Action. Ich spüle jetzt hier noch gerade ab, bevor es losgeht. Ich bin jetzt in den letzten Zügen und es ist so krass heiß hier drin. Ja, zur Strecke habe natürlich überlegt, mit einem Zwischenstopp auf den entweder ABC-Inseln im Süden oder Dominikanische Republik im Norden. Also das wären zwei komplett unterschiedliche Routen. Aber beide sind vom Wetter her so ein bisschen nicht optimal. Läuft wohl eher darauf hinaus, dass ich zumindest so die erste Woche wirklich in der Mitte der Karibischen See segeln werde. Und dann muss ich einfach gucken, wie das Wetterbericht technisch weitergeht. Die Morsa ist jetzt endlich soweit startklar. Wir haben es jetzt genau 12 Uhr. Eigentlich wollte ich ein bisschen früher loskommen, aber naja, wie es halt so ist. Bis die nächsten 2-3 Tage soll es erstmal wirklich gutes, entspanntes Segeln werden. Das wäre echt cool für den Start, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Hatte jetzt echt eine lange Segelpause. Und ja, jetzt heißt es für mich nur noch Anker aufholen, den ordentlich vertauen. Und dann geht's los. Raus aufs Meer. Ich tippe. Da bin ich ja immer echt schlecht, was die Segelzeit angeht. Ich würde mal sagen, so 10 bis 14 Tage. Gucken wir mal. Wer sich noch an mein Atlantiküberquerungsvideo erinnert, weiß ja, dass ich immer Probleme mit meinem Ausbau mal fürs Vorsegel hatte. Habe ich mir hier in der Karibik aber einen neuen, echt massiven aufgegabelt. Und mit dem werde ich jetzt mal hier die Passatbesegelung setzen. So, die erste Hälfte von der Besegelung habe ich oben. Nachdem das alles wieder ein bisschen wilder wurde, wie ich geplant hatte, ist halt immer so beim ersten Mal, gab es ein bisschen weniger Aufnahmen davon, ist vielleicht auch besser. Aber jetzt kommt das zweite Segel hoch und das seid auf jeden Fall voll mit am Start. Das ist genau wie mein anderes Vorsegel, auch mit Starkreitern. Rollreffanlage wäre natürlich geil, aber dafür reicht der Knatter nicht. Und weil es sonst sehr langweilig wäre, mit der Übersichtlichkeit im Cockpit, kommen jetzt natürlich auch nochmal Leinen mit dazu für jede Seite. Eine Schot. Aber Wahnsinn ist das manchmal.
muss natürlich hier rüber. Brauche ich natürlich hier auch noch. Was mir jetzt halt noch fehlt, wäre noch ein Fall, dass hier vorne rankommt, um den Baum von dem Kuttersegel ein bisschen anzulupfen, aber fehlt mir noch ein Fall vorne und sind eh schon so viele. Und ich habe auch mal einen Blick aufs Navi geworfen, nur mit dem Vorsegel, dem weißen, waren es dann 4,5 Knoten, jetzt mit dem zweiten Vorsegel komme ich auf 5,5. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht viel an, der eine Knoten mehr für den Aufwand, aber nachdem das ja natürlich Stund um Stund und jetzt über Tage ist, lohnt sich dann immer, einen Knoten mehr rauszuholen. Und das Boot läuft auch ein bisschen stabiler, also ich schaukel natürlich immer noch ordentlich, aber das ist ja beim Vormwindsegeln normal, aber es ist mit zwei Vorsegeln auf jeden Fall besser als nur mit einem. Und nachdem das Wetter super stabil ausschaut, der Wind kommt ja von da hinten, keine Wolken zu sehen, nichts Schwarzes, also wird es erstmal so bleiben. Keine fiesen Squalls, Stürme, was auch immer, darum werde ich mich jetzt erstmal eine halbe Stunde aufs Ohr hauen. War anstrengend. Guten Morgen. Und wie ist es so? Ja, Segel, das funktioniert wirklich gut. Einzige Problem, das ich damit habe, ist, dass mein Starlink nicht funktioniert. Und ich muss heute dringend arbeiten. Ich muss wirklich was arbeiten. Was brennt. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass das Boot einfach so krass hin und her rollt, dass diese Empfangsschüssel, die sich auf einen Satelliten einschießt und da das Signal hin und her schickt, sich dadurch einfach so stark bewegt, dass er keine Verbindung zum Satelliten aufbauen kann. Und das ist natürlich ein Käse, weil genau dafür habe ich mir den ja gekauft, und also das Starlink, und es ist auch so ein bisschen eine Testfahrt jetzt für die Pazifiküberquerung, wo die Verhältnisse dann ja sehr, sehr ähnlich werden. Und da muss das funktionieren. Und hier ist der Starlink-Empfänger, Sender, der sich eben auf einen Satelliten ausrichten oder halt ein Signal einfangen muss. Und das Boot pendelt halt wirklich von 30 Grad rechts auf 30 Grad links. Das ist halt wirklich extrem. Und ich glaube nicht, dass er so irgendwie mal eine Verbindung hinbekommt. Ja, und das ist, was mein Starlink die ganze Zeit sagt. Verbindung mit dem Netzwerk, hat einen Satelliten gefunden und versucht nun dem Starlink-Netzwerk beizutreten. Und an dem Punkt bleibt es immer hängen. Und das muss mit der Bewegung vom Boot zu tun haben.
So, erneut das Thema Starlink-Antenne. Mein letzter Versuch, das Ding irgendwie noch mal hinzubekommen. Da liegt sie, das ist die Rückseite. Hier sieht man, da habe ich mal ein Loch gebohrt. Und zwar hat es den Hintergrund, es wird empfohlen, so ganz habe ich es noch nicht verstanden, von eigentlich allen Seglern, die das nutzen, dass man hier ein Loch bohrt. Dahinter ist der Motor, der die Antenne zu den Satelliten ausrichtet. Und den kann man hier abklemmen, dass er immer gerade stehen bleibt. Soll aus irgendeinem Grund besser sein. Nachdem das aber bei mir ja einfach gar nicht funktioniert hat jetzt oder so schlecht, dass es immer ein paar Sekunden gelaufen ist, abgebrochen, ein paar Sekunden gelaufen, abgebrochen. Also hat massive Schwierigkeiten, eine Verbindung zu den Satelliten herzustellen. Deswegen mache ich das jetzt hier wieder auf und stecke den Motor wieder an und gucke mal, wie es dann funktioniert. Schlechter als gar nicht funktionieren kann es ja nicht werden. Hier habe ich natürlich ganz sorgfältig mit Glasfaser und Epoxy zugeklebt. Okay, jetzt kommt der komplizierte Teil. Und wer sich immer schon gefragt hat, wie so ein Starlink von innen aussieht. Ja, hier ist die Platine. Hier ist der Motor. Und jetzt testen wir mal, warum der ganze Quatsch nicht funktioniert. Und so fiel die Entscheidung, aufgrund technischer Probleme die Reise nach Panama zu unterbrechen und Kurs auf Bonaire zu setzen. Auf dem Weg nach Bonaire hatte ich dann ein stürmisches Wetter, aber wie das immer so ist, auf Sturm folgt irgendwann auch der Sonnenschein und ich verbrachte eine wundervolle Zeit auf dem Meer. Zeit verging wie immer im Flug und nach 2 Tagen kam dann auch endlich Land in Sicht. Okay, nachdem ich von der Insel so gar nichts gesehen habe, muss ich mir wenigstens eine Sehenswürdigkeit rauspicken. Okay, das nächste ist die 8, der Willkommenssitz. Jackpot, da sitze ich schon. Ja, da sitze ich wohl auf einem Stück Geschichte, gebaut 1923. Ja, das ist auch schon alles, was ich weiß. Aber Touri-Stuff abgehakt. Geht's jetzt los, noch ein bisschen einkaufen, also essen, trinken. Und dann morgen früh um 7 ab durch die Mitte. Und weiter geht's. Fetti Bonaire. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt 7 Tage noch mal sehen. Wird, glaube ich, sehr geil. Bin jetzt hier am Tag 2 von meinem Weg von Bonaire nach Panama. Kleines Update zu meinem Starlink. Ich habe hier ja so eine Pendelkonstruktion gebaut. Die habe ich jetzt gerade mal festgeschnallt. Warum, zeige ich euch gleich.
so der Gedanke war, oh, rollt ein bisschen wieder heute. Genau, wenn das Boot rollt, kann das hin und her schwingen, um die Empfangsschüssel immer gerade zu halten. In dem Rohr hier sind unten Steine als Gewicht drin, dass es dann eben immer schön mitschwingt. In der Theorie funktioniert es natürlich wunderbar, zumindest in meiner Theorie. Was ich natürlich nicht beachtet habe, ist der Punkt der Masseträgheit. Ne? Wenn es anfängt zu schwingen, jetzt schwingt es gerade mal nicht, aber dann hat es eben diese Masseträgheit und schießt dann ein bisschen übers Ziel raus, schwingt wieder zurück wie eine Schaukel im Prinzip. Und dadurch ist es dann auch nie gerade ausgerichtet, sondern immer so drüber und dann wieder in die andere Richtung, wieder drüber. Jetzt sieht man es, ja, jetzt fängt es wieder das Schwingen an. Von daher ist das nicht wirklich hilfreich. Ich habe es dann eben mit Festgurten probiert, um es immer nach Norden auszurichten. Weil im Norden sollen ja, oder auf der Nordhalbkugel sollen ja mehr Satelliten sein wie auf der Südhalbkugel. Und dachte ich, dadurch kriege ich besseren Empfang. Aber es haut einfach nicht hin. Selbst mit relativ kleinen Wellen, wie es heute ist, schwingt oder schaukelt Morse einfach echt stark hin und her. So diese seitliche Bewegung. Dazu kommt, dass es halt recht kurz ist, das Boot. Dann kommt noch so diese nach vorne und hinten Kippbewegung dazu. Und wenn es dann noch die Wellen runter geht, dann schlingert es ja auch seitlich. Also das Morse bewegt sich wirklich so in alle Richtungen. Und ich glaube, dass das mit meinem Boot einfach grundsätzlich nicht funktioniert. Also, wäre mal interessant, ich muss mal nachfragen, alle Leute, die immer behaupten, bei denen funktioniert es so reibungslos und ganz toll, auch auf dem Meer. Ich glaube, die haben entweder alle Katamarane, die sich viel, viel weniger bewegen, oder viel größere Boote, wie mein Kumpel Thomas, der hat ja 14 Meter, ich nur 9,5. Die bewegen sich halt grundsätzlich viel, viel weniger wie mein Boot. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass die eine einigermaßen stabile Satellitenverbindung hinbekommen. Und ja, für mich ist das ein ziemlicher Downer, weil ich wollte das eigentlich für unterwegs natürlich zum Wetterbericht checken, zum einen haben und natürlich zum Arbeiten. Und beides ist jetzt einfach in keinster Weise möglich. Und dadurch ist es wirklich ein bisschen nutzlos, das Ganze. Aber hilft ja nichts, da rumzujammern. Ich habe trotzdem eine sehr, sehr coole Segeltour. Der Wind und das Wetter sind wirklich cool. Also es ist schön. Ja. Wenn du irgendwie Erfahrungen mit Starlink auf dem Boot hast und vielleicht die zündende Idee, was ich noch anders machen könnte, raus damit, haus in die Kommentare. Das wird mir echt viel weiterhelfen. It's going to be a problem. Fucking Sargasso Heat. Eine fette Goldmakrele oder Mahi-Mahi, sagt man hier, glaube ich, auch. Reicht mir für 2,5 bis 3 Tage. Wird jetzt schön filetiert und dann ab in den Kühlschrank mit dem Schätzchen. Ist zwar erst morgens um 9:30 hier, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein besonderer Moment für mich ist. Ich war ja als Kind schon immer angeln mit meinem Onkel Franz, möge er in Frieden ruhen. Und
alles Mögliche an normalen Fischen gefangen, wie man halt so in Deutschland fängt. Hecht und alle Arten von Weißfischen, Aal hatten wir auch. Und seit ich dann Segeln angefangen habe mit meinem Kumpel Michel, schöne Grüße, kam natürlich irgendwann dann auch der Ehrgeiz, mal einen Hochseefisch zu fangen. Hatten einfach ich mit Michel nie Glück, dann allein auch echt überhaupt kein Glück gehabt mit der Fischerei und ist zwischenzeitlich hier in der Karibik dann auch ganz unterlassen und jetzt endlich nach all den Jahren ein Hochseefisch und dann noch ein Mahi-Mahi. Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Mein Traum war immer ein Thunfisch, einen kleinen oder ein Mahi-Mahi. Und jetzt habe ich ein Mahi-Mahi, damit bin ich mehr als glücklich. Und deswegen einen kräftigen Schluck an meinen Kumpel Neptun für den lecker Fisch und einen kräftigen Schluck für mich. Hier ist jetzt Sonntag. Es passiert wahrscheinlich, bis ich in Panama bin, nicht mehr so viel. Deswegen beende ich jetzt diese Folge hier mit dem super lecker Mahi-Mahi-Gericht. Ich zeige euch, was ich da leckeres kredenz. Ja, zum einen entschuldigt die Unordnung in der Küche, aber es ist ein bisschen unkomfortabel mit dem Gerolle. Es ist ziemlich extrem, da bleibt dann die Sauberkeit manchmal ein bisschen auf der Strecke. Ich habe mich entschieden, was ganz Einfaches zu machen. Kartoffeln hatte ich gestern schon. Deswegen gibt es heute als Beilage zum Fisch Mango. Und zwar eine, die noch nicht so besonders reif ist. Und dann ist die nämlich auch nicht so arg süß. Aber die Mangos sind hier trotzdem sehr geschmacksintensiv, weil die ja nicht erst um die halbe Welt transportiert werden müssen. Und dazu gibt es dann noch Hefeteigfladen, die ich schon vorbereitet hatte. Hier haben wir die Fischfilets, das ist jetzt der Rest. Ein Teil hatte ich ja wie gesagt gestern schon und ein relativ großer Teil habe ich auch sauer eingelegt, was ich heute schon probiert habe und sau lecker ist. Dann Mango-Sticks, Hefefladen, dann braten wir den Fisch mal an. Ich glaube, ich habe schon schlechter gegessen. Ich habe es jetzt auch nur mit Salz gewürzt, um mich irgendwie den Geschmack vom Fisch zu überdecken. Mhm. Ist sehr lecker. Schmeckt nach Fisch. I own.
I love you.